Willkommen, willkommen zu einer weiteren Runde Mr. Prepper. Ja, wir haben hier immer noch die Minuteman-Geschichte, wo wir die Blaubeermarmelade abgeben sollen. Wir haben immer noch die 8 Guarana, die wir Jenny bringen sollen. Wir haben immer noch das Rattenfleisch, das wir dem Hund geben müssen. Und wir sollen immer noch Bobs Jacke finden. So, das sind die Dinge, die wir zu tun haben. Des Weiteren haben wir immer noch ein Nahrungsmittelproblem. Und im letzten Teil hatte ich ja gesagt, ich möchte versuchen, einen Schrank zu bauen, um den dann zu verkaufen. Einfach mal, um zu wissen, ob das funktioniert. Kann ich Dinge selber herstellen und die dann verkaufen, um an Geld zu kommen, um mir dann von dem Geld neue Samen, neue Nahrungsmittel oder zu kaufen. Das werden wir jetzt dann feststellen wollen, müssen, können, dürfen. Genau. Und dann legen wir jetzt auch los und lassen die Zeit laufen. Das brauchen wir nicht. Halt. Die Uhr brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir hier runter. Und gucken mal. Wo war denn hier das Holz drin? Moment, hatte ich nicht. Das ist das Holz, aber ist das jetzt? Ja. Okay, dann probieren wir mal die Werkbank und wir bauen mal hier den Schrank. 4 Metall, 8 Holz. Ja, komm, wir bauen den einfach mal. Einfach mal kurzer Check, um zu sehen, ob das funktioniert. So, dann gehen wir gleich mal hier oben an unseren Briefkasten und schauen uns mal an. Sergej, so, verkaufen. Nee, bei ihm kann ich nur Material verkaufen. Bei Nancy könnte ich ein Regal verkaufen und Altpapier. Ah, echt, wir können Altpapier verkaufen. Und ich habe die ganze Zeit das Altpapier weggeworfen. Ah, dumm gelaufen. Okay, was ist im Supermarkt? Da können wir nichts verkaufen. Bei der Jägerin, da können wir. Oh, das ist natürlich nicht schlecht, weil. Die Federn und die Wolfsfelle haben wir, glaube ich, sogar. Und was können wir Bob verkaufen? Okay, also ein bisschen was zu verkaufen hätten wir. Aber den Schrank haben wir leider jetzt wohl mehr oder minder umsonst gebaut. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, dann müssen wir mal gucken, vielleicht können wir den auch nutzen, um den irgendwo aufzustellen, weil wir brauchen ganz dringend noch Material, um beispielsweise so. Wir brauchen ganz dringend Material, um beispielsweise Glas herzustellen. Können wir das schon ernten? Lass mal gucken. Nee, aber wir müssen das bewässern. Ich brauche Wasser. Okay, Wasser. Ich glaube, Wasser habe ich hier reingepackt oder oben. Das weiß ich gerade nicht genau. Mach die mal auf. Ja, das haben wir hier reingepackt. Dann nehmen wir mal das Wasser. Weil wir haben auch keine Samen mehr. Das heißt, wir kriegen da früher oder später auch wieder Probleme. So, dann gucken wir mal noch schnell nach unseren Hühnchen. Da ist noch Essen drin, das ist gut. Was haben wir hier? Kriegen wir hier? Oh, wir kriegen hier Eier wieder raus. Das ist auch sehr gut. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen. Das können wir dann gleich mal vielleicht im Kühlschrank bunkern.
Da bunkern wir die Eier mal in den Kühlschrank. So. Ah, Moment mal. Ja, komm, wir bunkern mal das Wasser hier rein. Rein aus gewichtstechnischen Gründen. So. Bunkern wir uns da wieder Wasser. Was haben wir hier drin? Was haben wir hier drin? Okay, was haben wir hier drin? Die ganzen Briefe und das ganze Gedöns. Gut. Okay, dann wann kommt unser Mensch da wieder? Der kommt wieder am 3. Okay. Okay, der kommt wieder am 3. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut. Wir sind aber auch schon wieder hungrig. Das ist, haben wir denn im Kühlschrank irgendwas drin, wo wir uns eventuell was zu essen zubereiten könnten? Wir haben einen Salat, wir haben zwei Rüben, wir haben Pilze und Eier. Dann gucken wir mal, kann man daraus irgendwas zaubern? Nö. Kann man nicht. Es ist nicht gut, uns fehlt Salat und Wasser. Karotten. Und Wasser, aber Wasser haben wir ja hier. Wasser haben wir hier. So, aber selbst mit Wasser fehlt uns hier noch einiges an Zeug. Okay. Das heißt, wir machen uns noch mal auf. Ah, nicht zum See. Ah, nope. Ich wollte eigentlich in den Wald. Weil ich habe ja immer noch keine Angel. Wald. Wo ist Wald? Da ist Wald. Weil dann sammeln wir einfach noch schnell ein paar Beeren. Ja. Nimm die mal. Nimm die mal. So, wo haben wir hier noch mehr Beeren? Wohlgemerkt Beeren mit 2 E und nicht mit Ä. Weil 2 Bären wären mir jetzt sehr unangenehm. Das würde ich nicht schön finden. Ja, wir essen die Beeren gleich mal. Damit wir vielleicht ein bisschen wieder in der Vorbereitung steigen. So, renn mal hier rein. So, nimm die mal. Okay. Ja, wir gehen mal hier rein. Gucken mal. Weil im Moment macht mir das mit dem Essen schon ziemlich viel Probleme und ziemlich viel Sorgen. Muss ich sagen. Ja, da ist auch nichts mehr drin. Das haben wir schon. Kann man dich eigentlich irgendwie erschlagen, du Rehding? Wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man die Rehdinger erschlagen kann. Wir nehmen hier mal die Beeren mit. Wir nehmen hier die Beeren mit. Okay, dann gibt es auf dieser Seite nichts mehr. Hier gibt es noch was. Da kommt er gesprintet. So.
So, und dann essen wir diese Beeren auch gleich mal alle. Wow, das hat reingehauen. Sehr gut. Dann gehen wir hier schnell, schnell. Wir gehen mal noch zur... gehen wir erst zur Mine oder gehen wir zur Farm? Gute Frage, gute Frage. Passt mal auf, damit wir hier keine Zeit verlieren. Weil am See, das bringt uns gar nichts, weil wir keine Angel haben. Die Farm. Die Farm bringt uns aber auch nur Körner und sonst nichts. Und die Körner sind für die Hühner. Wir gehen mal in die Mine nochmal rein. Und gucken mal, ob wir da die Pilze... wartet mal. Wir machen was anderes. Passt mal schnell auf. Wir gehen nochmal schnell nach Hause. Wo hatte ich denn? Ich hatte irgendwo Benzin gelagert. Wo war das? Ich hatte irgendwo Benzin gelagert. Irgendwo hatte ich doch Benzin gelagert. Hier. Weil dann nehmen wir nämlich das Benzin mal mit in die... Hey, warum kann ich das nicht mitnehmen? Wartet mal. Weil ich zu schwer bin. Okay. Das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, so. Okay, wir müssen dann gleich nochmal hoch an den Kühlschrank und müssen die Lebensmittel da reinpacken, aber das Benzin nehmen wir mal komplett mit. Kühlschrank. Ja, und jetzt lohnt sich's auch eigentlich schon fast gar nicht mehr. Noch mal loszugehen. Ja, komm, dann gehen wir schlafen für heute. Ja, wieso kann ich jetzt nur ein Nickerchen machen und kann nicht schlafen? Eigentlich müsste ich doch theoretisch, wenn hier mein, ja, heul nicht, wenn hier mein Schlafding doch so niedlich ist, warum kann ich dann nur ein Nickerchen machen? Ich warte jetzt noch mal schnell, bis es 8 ist. So, schlafen. So. Tag 30, okay. Erster Monat ist rum. So, Spiel wird gespeichert, okay. Und dann gehen wir jetzt direkt gleich in die Mine, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht schon wieder Hunger haben. Blackout, der Strom wurde abgestellt, okay. Schon wieder. Es ist auch nicht gut. Heißt, wir müssen uns irgendwann mal auch darum kümmern, dass wir eine autarke Stromproduktion hierher kriegen.
muss ich. Ah, das wollte ich so jetzt nicht. Komm, ist es mal. Ist die auch mal. Ist die auch mal. Perfekt. So. Und dann packen wir den Rest wieder rein. So. Gut. Und dann gehen wir jetzt in die Mine. Im Moment habe ich die. Habe ich das Benzin dabei? Das Benzin habe ich dabei. Perfekt. Weil dadurch können wir vielleicht diese Maschine in Gang bringen. Wo stand die Maschine? Wo stand die Maschine? Stand die in Level 2? Ja, dann stand die in dem anderen Level. Dann müssen wir hier schnell das Level umschalten. Komm schon. Level 1. So. Und dann müsste hier drüben, jawohl, die Maschine stehen. Okay. Bergbaumaschine. So. Produziert die jetzt irgendwas oder? Drücken. Ah, nein. Na toll. Ach. Jetzt hat's die ausgeleert oder was? Ja, Käse. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Aber sie steht wenigstens wieder hier. Und die ist auch relativ groß, wie wir gesehen haben. Dann gehen wir in der Zeit jetzt mal hier rein und fahren einfach mal ein Stockwerk tiefer, schnappen uns hier wieder die Pilze, hauen hier wieder die Dinger da weg. Ja, tu's doch. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Run, run, mein Freund. Einen Moment kurz. So, dann fahren wir in den nächsten Stock. Gucken, was es da gibt. Dann fahren wir in den nächsten Stock, weil hier gibt es nichts, wenn ich das richtig interpretiere. So, was gibt es hier? Da gibt es nochmal die Kiste. Haben wir die leer gemacht? Checken wir aus. Checken wir aus. Achso, wir müssen vorsichtig sein wegen den Fliegmäusen. So, dann gehen wir hierher. Holen uns hier auch nochmal die Pilze raus. Gehen hierher. Gehen dann gleich hierher und öffnen diese Kiste.
Ne, da haben wir noch Eisenerz drin, das nehmen wir mit. Perfekt. So, dann gehen wir wieder hier zurück. Es kann jetzt eine Weile dauern, bis er jetzt da den Weg zurückfindet. Komm! So, dann fahren wir runter. Sammeln hier noch die Pilze ein. So, dann fahren wir noch eins runter. Was ist das hier? Ein Goldklumpen. Okay. Um daran zu kommen, müssen wir aber, glaube ich, erst hier diesen. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Der Weg ist versperrt. Vielleicht kann ich eine bei Bob kaufen. Halt, nein. Nein, 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 nein. Wieso kann ich jetzt hier nicht weiter runter? Und was gibt es hier? Hier gibt es auch noch irgendwas. Okay, das heißt, wir fahren eine Station weiter hoch. Wir gehen dann mal hierher. Ah, da ist auch der Weg wahrscheinlich versperrt. Ja, da ist der Weg auch versperrt. Okay, das heißt, wir fahren ganz nach oben wieder. Komm. Run, run. So, dann gehen wir hier mal auf Level 2. So. Okay. Dann sind wir jetzt in Mine Level 2. Oh ja, da können wir hier die Maschine vielleicht auch gleich betätigen. Sehr gut. Wenn wir denn schon dabei sind, dann können wir hier eine Laterne wäre nicht schlecht. Weil da es hier nicht reingeht, muss es irgendwo hier hoch oder runter gehen. Heißt, wir müssen uns irgendwo eine Laterne noch besorgen. Where do you go? Der Weg ist versperrt. Ja gut, okay. Das ist mir persönlich gesagt mal ein bisschen zu riskant, hier gerade irgendwie rumzurennen. In völliger Düsternis. Da müssen wir mal gucken, wo wir eventuell eine Lampe herbekommen. Machen das mal schnell auf und gucken mal da rein, ob da schon was Interessantes drin ist. Ja, da ist Eisenerz drin. Okay, sehr gut. Aber ich habe schon Eisenerz dabei, deswegen. Machen wir das jetzt erstmal nicht.
hier müsste es reingehen zu Bob. Gucken wir mal, ob wir bei Bob eine Lampe oder ein Handeln. So, kaufen. Stein, Spitzhacke. Kann ich mir die auch selber bauen? Brauche ich da irgendwie Rezepte dafür? Ja, der will halt richtig Kohle haben. Könnten. Ja, aber das Gold ist nicht aufgesammelt. Na gut, dann halt nicht. Also bei Bob kriegen wir zwar eine Spitzhacke, aber keine Lampe. Was ein bisschen schade ist. Wie kommen wir hier wieder von Bob weg? Hier. So. Dann gehen wir mal hier noch reingucken, was da drin ist. Oh, Eisenerz, Stein, Amethyst, Gold. Das nehmen wir ausnahmsweise mal alles mit. Aber warum hat er jetzt hier unten den Gold? Ach so, weil er hier nicht vorbeigekommen ist. Deswegen. So. Okay, das heißt, wir gehen noch mal schnell mit dem ganzen Zeug dann doch noch mal zu Bob und gucken mal, ob wir uns davon die Spitzhacke leisten können. Muss mal handeln mit dir, mein Freund, und verkaufen 15. Es wären 20. Und das Eisen willst du nicht. Aber ich habe 4 noch. Ja, pass mal auf. Dann handeln wir das und dann kaufen wir. Aha, die kostet 26. Das ist schade. Heißt, wir müssen dann noch kurz abwarten, bis. Weil was anderes kann ich eben nicht verkaufen. Er will nur schöne Dinge haben. Natürlich heißt es auch, ja, schlafen gehen, ich weiß. Natürlich heißt es auch, dass wir jetzt diese Materialien nicht mehr zur Verfügung haben für irgendwas anderes, was eventuell wir uns selber hätten basteln können. Aber ich bezweifle nach Hause, ich bezweifle, dass wir uns eine Spitzhacke hätten bauen können. So, ja, der Strom ist mal wieder aus. Das ist auch klar. So, wir schlafen mal. Ach. So. Okay. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Geld verdient für eventuelles Essen. Okay, wir haben Hunger, dann gehen wir an unseren Kühlschrank und hauen uns mal die Wampe voll mit
Pilzen. Ja, nochmal, perfekt. So. So. Oh, verdorbenes Essen. Das ist natürlich nicht gut. Egal. Egal, egal. Jetzt gehen wir mal noch. Ah, das ist natürlich jetzt wieder. Dadurch, dass jetzt hier der Strom weg war. Oh, ist das eine Sauerei. Dadurch, dass hier der Strom jetzt wieder weg war, sind die Pflanzen jetzt wieder alle verreckt. Danke für nichts. Also, das ist, ja. Kann ich jetzt eigentlich Werkbank Level 2, Metall, Holz, Stein. Ah, das müsste ich doch eigentlich jetzt aber langsam alles zusammen haben. Kann ich nicht Stein, Holz, mir fehlt Metall. Jetzt wäre die Frage, schmelzt etwas im Ofen, um Metall zu erhalten? Ja, das kann ich aber nicht, weil ich keinen Strom habe. Und ich habe auch keinen Ofen, der Metall schmilzt, weil ich kaum glaube, dass das hier in dem Herd geht. Okay. Heißt, wäre die Frage, wo kriege ich Metall her? Stein, ne? Metall können wir auch nicht kaufen. Das ist auch ein bisschen doof. Passt mal auf. Sichere Menge 0 bis 2. Okay, das heißt, wir nehmen den Topf. Sichere Menge. Ach ne, das ist eine Keksdose. Gläser 4 bis 12. Vier bis 11, aber ich weiß nicht wie viel. Da habe ich auch nur noch eine, oder wie ist das? Salz. Telefon, sichere Menge 1. Pfanne, sichere Menge 1. 4 bis 12. Weißer Becher. Sichere Menge 4 bis 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wasserkocher, sichere Menge 1. Also, dann gucken wir mal, ob wir die Töpfe vielleicht zum Metall verarbeiten können. Wie viel brauche ich da eigentlich? 15 Metall. Boah. 2, 4. Das heißt, ich hätte 7. Sieben von 15 Metall. Es ist
nicht gut. Nicht gut. Keksdose, sichere Menge 4 bis 7. Große Box. Becher. Das ist totally, das war klar. Wenigstens irgendwie einen Ort finden würde, an dem ich Metall schmelzen könnte. Handtuch, sichere Menge 1. Lampe, sichere Menge 4. 1, 2, 3, 4. Leinen. Alles. Alles nicht gut. Weil ich kann ja hier nirgends. Nirgends Metall kaufen. Weil das. Ist Stein. Ich könnte Boxen kaufen, aber da komme ich nur ein Metall raus. Heißt, wir müssen noch mal. Ja, aber was bringt mir das? Wenn ich jetzt noch mal in die Mine gehe, was bringt mir das? Weil ich kann alles, was ich da finde, nicht selbst verarbeiten, solange ich kein Ofen hab. Haben wir denn alles dabei, dass er so meckert? Ach, wir haben 6 Heu dabei wieder. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir eigentlich theoretisch auch hier lassen. Können wir nicht. Okay. Ah, wir haben die Eisen dabei, ja, okay, klar. Scheiben. Okay. Kann ich das? Ah, da ist die Angel.
Ich habe diese alte Angelrute bemerkt. Hm? Ja, was ist mit ihr? Hm. Nun, es gibt einen See in der Nähe, den ich eigentlich nicht sehen sollte, aber ich bin ja neugierig, wie wir festgestellt haben. Ah. Fahre fort. Hm? Kann ich mir diese Route leihen? Der See ist von Regierungskameras umgeben, erinnerst du dich? Hm? Ja und? Ja, ah, genau. Du bist unglaublich, Mr. Prepper. Klar, nimm es. Okay. Hier, ich habe ein paar Ersatzköder, die du brauchen wirst. Danke. Und wenn du jemanden wegen des Angels belästigen willst, dann Henry. Er ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. Henry das Huhn freigeschaltet. Ah ja. What? Henry das Huhn. Okay. Handeln, ja, man kann. Einfacher Köder, kleine Steine, Seetang-Deko, Stock-Deko, Aquarium, alte Angel. Okay. Okay, okay. Okay, gut, dann probieren wir mal tatsächlich, wie das ist, wenn wir an dem See angeln gehen. Ich benötige eine Angel, die hattest du doch. Fischinfotafel. Hä? Ah, Moment mal. Wie kann ich... So. Muss ich das jetzt dann... Ja. Okay. Ich brauche einen Angelköder. Wie geht das jetzt dann wieder? Moment. Ich hab Angelköder. Ja, ja, ja. Wie bin ich denn jetzt gerade wieder in dieses... Menü da reingekommen? Ja, ich habe das über hier gemacht, stimmt. Aha. Aha, einmal angeln. Werfen. So, wie sehe ich jetzt, ob da was beißt oder nicht? Angel-Minispiel. Lass mich mit dir den Prozess des Angels erklären. Angel-Minispiel. Es ist gar nicht so einfach, sich einen schönen Fisch zu angeln. Wenn du den Kampf mit einem Fisch am anderen Ende der Angelschnur gewinnen möchtest, musst du bei zwei Arten von Ereignissen auf diesem Rad erfolgreich sein. Okay. Halbkreis anklicken.
Bei schmalen Halbkreisen geht es darum, im richtigen Moment zu klicken. Wenn du einen schmalen Halbkreis siehst, klicke mit linker Mausbutton oder rechter Mausbutton genau in dem Moment, in dem ein Halbkreis den inneren Kreis berührt. Okay. Wenn du einen breiten Halbkreis siehst, halte linke oder rechte Maustaste die ganze Zeit gedrückt, wenn ein Halbkreis den inneren Kreis berührt. Okay, whatsoever. Ah, okay, Moment. So richtig verstehen tue ich es noch nicht, muss ich gestehen. Yay! Okay. Okay. Nein! Ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Ah, okay, ich darf meinen Köder behalten, das ist gut. Weil... wo ist hier... Go home, da. So, zu Hause. Sehr schön, wir haben geangelt. So, warte mal. Okay, ich riskiere es lieber nicht. Wir gehen schlafen. So, und heute kommt dann wieder der Regierungs-Yogi. Na komm schon. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann versuchen werden, diesen Fisch entweder zu verkaufen oder auch selber zu braten und zu essen. Das muss ich dann sehen. Also seid mit dabei, erlebt es mit. Seid beim nächsten Mal wieder dran an der ganzen Sache hier. Und dann sage ich bis dahin und auf Wiedersehen!